Ein leeres Blatt Papier kann ein fruchtbarer Boden sein. Eine Idee kann ein Samenkorn sein. Und mit genug Herzblut gegossen und Geduld gedüngt, kann daraus ein Kunstwerk wachsen. Ja, oder Bullshit. Ja, oder Bullshit. Grundkurs Slam! Guten Abend und herzlich willkommen zu Grundkurs Slam, dem Format von Poetry Slam TV, wo wir euch zeigen, wie wir Texte schreiben würden, wenn wir Ideen hätten. Alle, die schon mal vor einem Textblatt saßen, kennen das Problem. Man hat Lust, einen Text zu schreiben, aber man weiß nicht worüber. Warum kommen da keine Worte raus? Das kann frustrierend sein. Doch es gibt Tipps und Kniffe, mit denen man sich die Ideensuche leichter machen kann. Warte, was? Der wahrscheinlich einfachste Tipp könnte sein, schreib über etwas, das dir wichtig ist. Etwas Persönliches. Oder irgendwas, womit du dich sehr gut auskennst. Ein Hobby zum Beispiel. Fußball spielen. Oder ein Gegenstand, der dir sehr, sehr wichtig ist. Ein Fußball. Oder eine Person, die dein Leben sehr bereichert hat. Ein Fußballspieler. Hannes, willst du einen Text über Fußball schreiben? Nee, wieso? Es kann hilfreich sein, ein Thema zu wählen, das euch selber begeistert. Ein Thema, das euch selber interessiert, bringt euch Spaß beim Schreiben und hilft, dass ihr am Ball bleibt. Manchmal muss man in sich reingehen, damit etwas aus einem rauskommt. Etwas, was in euch Gefühle wecken kann, hat auch das Potenzial, in einem Publikum Gefühle zu wecken. Dieser Ball zum Beispiel löst in mir das Gefühl Begeisterung aus. Und in Lennart? Schmerzen. Gefühle. Aua. Ein Wort, das man häufig hört, wenn man sich mit dem Thema Schreiben auseinandersetzt. Existenzbedingung? Inspiration. Inspiration kann in den verschiedensten Formen in Erscheinung treten. Das kann eine spontane Eingebung sein, man kann sich aber auch auf die Suche nach ihr begeben. Geht nach draußen, entfernt euch aus eurer gewohnten Umgebung. Man kann sich zum Beispiel irgendwo hinsetzen und Leute beobachten. Denkt euch eine Geschichte für sie aus. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Aber achtet auf ihre Privatsphäre. Die Umgebung, in der ihr eure Texte schreibt, kann einen sehr großen Einfluss darauf haben, worum es in euren Texten letzten Endes geht. Slammerinnen und Slammer zum Beispiel fahren sehr häufig mit der Bahn. Ich bin dann in diesen Schienenersatzverkehr geraten. Innerhalb von 10 Tagen 55 Stunden im Zug verbringe. Vor 4 Jahren konnte man einfach noch Bahn fahren und das war's. Und dieser Bordbistro-Mitarbeiter stand einfach nur diese ganze Zeit da und hat immer so mit dem Kopf genickt. Den Ort ausgewählt, den Schauplatz ausgewählt, an dem man am besten Menschen hassen kann, es ist ein Zug. Alles Mögliche kann inspirierend sein. Der eine Song, der euch nicht mehr aus dem Kopf geht. Breakfast at Tiffany's. Oder der eine Film, den ihr ganz furchtbar fandet. Breakfast at Tiffany's. Oder das Frühstück, das ihr mit eurer Freundin Tiffany hattet. Warte, was? Das ist ja pures Gold! Freunde im Allgemeinen können eine tolle Quelle der Inspiration sein. Mit niemand sonst könnt ihr euch so offen unterhalten und Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Mit niemandem sonst könnt ihr so viel Quatsch machen. Und Quatsch ist das Fundament für einige der besten Slam-Texte. Vielleicht hat euch ja mal ein guter Freund einen Rat gegeben, den ihr gerne mit anderen teilen wollt. Oder ihr habt verrückte Situationen zusammen erlebt, die guter Stoff für eine Geschichte sind. Vielleicht verliert ihr euch auch immer wieder in Gesprächsthemen, auf die ihr alleine gar nicht kommen würdet. Oder sie sind einfach super duper und ihr wollt, dass jeder das weiß. Warte, was? Komm, mach mal die Kamera aus. Kommen wir nun zum Tipp des Tages. Unverhofft kommt oft. Meistens küsst euch die Muse genau dann, wenn ihr keine Zeit habt, sie auf ein zweites Date einzuladen und mit ihr einen Kaffee trinken zu gehen, um zu gucken, ob sich da eventuell was Ernstes draus entwickeln kann. Ja, oder mit anderen Worten, in den blödesten Situationen kommen einem sehr häufig die besten Ideen. Ein Text übers Achterbahnfahren. Das ist es! Da kommt der Looping. Ob das mal gut ging? Oh Mann! Gute Textideen lassen sich nicht erzwingen. Aber man kann versuchen, offen für sie zu sein. Darum, hört auf euch selbst und auf das, was euch gefällt. Bringt euch in interessante Situationen, zusammen mit Leuten, die euch persönlich inspirieren. Inspiration kann eigentlich alles sein. Also versucht offen für die Dinge um euch herum zu bleiben. Und zu guter Letzt habt immer etwas zum Schreiben dabei.
Wir hoffen, wir konnten dem oder der einen oder anderen weiterhelfen. Das war's mit Grundkurs Slam für heute. Hier habt ihr noch weitere Poetry Slam TV Videos. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Rest erklärt sich von selbst.